Dieses Adjektiv beschreibt etwas, das einen starken Ausdruck oder eine ausdrucksvolle Art hat. Der Begriff gelangte in den deutschen Sprachraum über das französische Wort expressif, das eine ähnliche Bedeutung hat. Der Ursprung des Wortstamms findet sich bereits im Lateinischen, genauer gesagt im Wort expressio, das Ausdruck bedeutet. Manchmal wird das Wort intensiv, das auch aus dem Französischen stammt, als Synonym für expressiv verwendet. Das liegt auch daran, dass expressiv im Deutschen weniger häufig verwendet wird. Ein Beispiel für die Verwendung. Ein Maler verwendet leuchtende Farben und dynamische Pinselstriche, um eine expressivere Darstellung des Sonnenuntergangs zu erzeugen. Es ist das Adjektiv expressiv. Etwas ist expressiv. Expressiv.